Hallo, hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit euch über die Blutmikroskopie. Die Blutmikroskopie, die begleitet mich schon seit vielen Jahren, aber sie begeistert auch sehr, sehr viele Menschen. Und aktuell ist die Blutmikroskopie sehr im Trend, weil sehr viele Menschen gerne Blutproben vergleichen möchten. Und deshalb möchte ich heute ein kleines Einsteigervideo machen in die Blutmikroskopie. Und wir gucken mal so ein bisschen, was uns da so erwartet, wenn wir durchs Mikroskop schauen. Wir haben nun einen Bluttropfen unter dem Mikroskop und wenn wir dann durch das Mikroskop schauen, oft ja mittlerweile Hightech mit Kamera und Flachbildfernseher oder Laptop oder so, gucken wir eben entweder direkt mit unseren Augen in das Mikroskop oder eben auf einen Flachbildfernseher. Und da sehen wir zuallererst ganz, ganz viele rote Blutkörperchen. Diese sind in der Hellfeldmikroskopie rötlich. Deshalb heißen sie rote Blutkörperchen. In der Dunkelfeldmikroskopie, da sehen die nicht unbedingt rötlich aus, da kommen wir gleich noch zu, aber diese Zellen, das sind so, ja, die sieht man eben als erstes, das sind auch die meisten, die wir dann vorfinden. Rötlich, sagte ich ja schon, sind sie in der Hellfeldmikroskopie und das liegt am eisenhaltigen Hämoglobin. Und die meisten werden es wahrscheinlich auch wissen, natürlich, die roten Blutkörperchen, die transportieren uns den Sauerstoff zu den Geweben. Sie sind also enorm wichtig. Und da muss, wie immer, bei allen Zellen, es muss eben alles funktionieren, es darf nichts gestört sein und alle Baustoffe müssen auch angelagert und angekommen sein bei unseren Zellen. Das ist genauso auch bei den roten Blutkörperchen. Es muss halt alles wie immer stimmen. Das heißt also, gute Baustoffe brauchen wir für gute Zellen und alles, was stört, zum Beispiel toxische Metalle, schädigen Zellen generell. Jetzt gucken wir meistens ja heute mit einem Dunkelfeldmikroskop in das Blut, weil man dann eben kontrastreicher sehen kann und das nicht alles so hell durchleuchtet ist, sondern wir gucken eben auf die Zellen und die sind dann von der Seite beleuchtet. Man hat ungefähr so den Effekt, wie wenn man den Vollmond sieht, der auch ja der dunkelblaue Nachthimmel im Hintergrund des Vollmondes und der Vollmond, der wird ja auch angestrahlt. Ja, der leuchtet ja nicht von alleine, der wird ja angestrahlt und dann können wir ja auch sogar diese Krater sehen. Das ist nichts anderes hier im Grunde genommen vom optischen Effekt her. Wenn wir auf die roten Blutkörperchen gucken, dann haben wir ja meistens so eine Art Frisbee-Scheiben, das ist nicht ganz korrekt, aber jetzt erstmal so pauschal erstmal gesagt, sowas wie eine Frisbee-Scheibe. Wir gucken also auf so eine Scheibe drauf und da könnten wir jetzt auch, wie bei dem Mondkrater, sehen, wenn da zum Beispiel sowas wie Faltungen sind. So, ich sagte, es ist wie eine Frisbee-Scheibe. Eine Frisbee-Scheibe greift man ja aber von unten, das ist nicht ganz richtig. Es ist also eine Scheibe, die in der Mitte eine Delle hat. Ja, also wir haben von der Seite, wie bei einer Frisbee-Scheibe, so eine Seitenansicht, so eine flache Scheibenansicht. Und wenn der, ich sag mal in Anführungszeichen, Teller sich eben gerade ablagert auf unserem Objektträger, dann gucken wir ja von oben auf diese Frisbee-Scheibe drauf und die hat aber in der Mitte eine kleine Delle und die hat auch von unten eine kleine Delle. Das nennt man dann auch bikonkave Scheibe. Nun können uns diese Zellen unheimlich viele Informationen geben und man denkt sich jetzt, ach, die sehen bestimmt immer gleich aus und die sind bestimmt immer alle so wie so eine Frisbee-Scheibe. Nee, können sie sein, aber sie können eben auch viele, viele Formen einnehmen und sagen darüber einiges aus. Wie soll ich das jetzt formulieren? Sie sagen halt einiges aus über den Zustand, wo sie herkommen.
aber auch vielleicht auch schon über den Zustand der Probengewinnung. Also es ist ja ein pauschales Video, ich möchte daher nicht zu viel sagen, aber grundsätzlich kann man eben wie immer sehen, ob es gute Zellen sind. Und man kann, wenn man das Blut eben sehr, sehr belastet bei der Abnahme und auch auf dem Objektträger, wenn man da mit einem Deckglas von oben drauf matscht, dann kann man eben auch Zellen schädigen. Da kann man eben einiges an Formen dann entdecken. Da muss man eben also ganz gut und vernünftig mit umgehen, damit man eben die Zellen auch so gewinnt, wie sie aussahen, auch schon im Körper. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also vorsichtig, liebevoll, mit sehendem Auge, sage ich halt immer. Bitte alles machen. Ja, man kann also rote Blutkörperchen bewerten. Und das Häufigste, was dann so bewertet wird, ist, man guckt sich die roten Blutkörperchen an und vergleicht die Größe, ne? Das eine neben dem anderen. Da geht man immer so durch und guckt und dann sieht man zum Beispiel, ob die Größe der roten Blutkörperchen gleich, also mit dem Nachbar, ne? mit der Nachbarzelle praktisch gleich groß ist oder nicht so gleich groß, und nicht so gleich groß ist dann Anisozyt, ungleiche Zellen. Das ist so der Anfang. Man kann immer in alles noch spezifischer und noch spezifischer reingehen, aber es ist zum Beispiel so was Typisches, womit man erstmal beginnt, wenn man übt, Blut zu mikroskopieren. Ich empfehle auch grundsätzlich, dass man ein festes Schema immer wieder durchläuft. Aber jeder, der mikroskopiert, ist eigenverantwortlich. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte das intuitiv machen, er möchte sich intuitiv leiten lassen und intuitiv die Zellen bewerten oder einfach sich dahin leiten lässt, was für diesen Menschen dann gerade eben wichtig ist, das ist für mich auch völlig okay. Ich muss nur sagen, ich habe ein total festes Schema. Und das gehe ich immer, immer, immer wieder durch, damit ich eine Vergleichbarkeit habe. Und auch, es ist ja momentan sehr, sehr im Trend, eben Blutproben miteinander zu vergleichen. Ne? Auch so, sagen wir mal, wie bei Medikamentenkontrollen. Der eine hat das genommen, der andere hat das genommen. Wenn man das vergleichen will, dann muss man ein festes Schema haben. Und man muss auch, zum Beispiel würde ich dann empfehlen, immer in der Mitte vom Deckblatt auch zu mikroskopieren und nicht bei dem einen an der Seite vom Deckglas und bei dem anderen in der Mitte vom Deckglas. Okay, ich würde es so vergleichbar wie möglich machen. Wenn wir uns die roten Blutkörperchen angeguckt haben und das erstmal vielleicht zum Beispiel auch aufgelistet haben, was wir da gesehen haben, dann können wir uns die weißen Blutkörperchen angucken. Und da würde ich auch empfehlen, dass man mit den Granulozyten beginnt. Die Granulozyten, Granulo immer für Körnchen, das sind die Körnchenzellen. Die meisten werden aber eher den Begriff weiße Blutkörperchen kennen. Aber diese weißen Blutkörperchen, die bestehen eben aus ganz vielen kleinen Körnchen und haben auch noch so dunkle Bereiche, da sind unsere Zellkerne. Ich sage jetzt mal dunkle Bereiche. Wie gesagt, jetzt sind wir in der Dunkelfeldmikroskopie. Wenn man im Hellfeldmikroskop guckt, da entsprechen dann aber schon die Begriffe auch, die sind dann eher wortwörtlich zu nehmen, ja. Dann sind die weißen Blutkörperchen eben wirklich wie kleine weiße Bälle und die roten Blutkörperchen eben wie rote Scheiben, ja. In der Dunkelfeldmikroskopie, dann haben wir eben haben wir eine andere Farbgebung praktisch. Und oft wird in der Hellfeldmikroskopie dann angefärbt, um die Granulozyten zu unterscheiden. Denn die Granulozyten haben einen unterschiedlichen pH-Wert. Ja, manche lagern eben besser säureliebende Farbstoffe an und andere eben zum Beispiel eher basisch liebende Farbstoffe und so weiter. Und dann kann man eben anfärben
Und ne, die eine Zelle zieht halt eher den Farbstoff an und die andere Zelle lagert besser den anderen Farbstoff an. So kann man dann das unterscheiden. Das muss man aber nicht in der Dunkelfeldmikroskopie machen. Wir haben eine viel, viel, viel bessere Optik in der Dunkelfeldmikroskopie. Und wenn wir nicht anfärben, dann stören wir auch keine Zelle und wir können die Zellen viel besser beobachten. Ja, ich weiß, es gibt auch Farbstoffe, die ermöglichen noch, dass eine Zelle am Leben bleibt. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass auch ein Farbstoff, der zwar für lebendige Zellen geeignet ist und die Zelle auch lebendig lässt, der kann trotzdem eine Störung im Verhalten einer Zelle bewirken. Also grundsätzlich ist es natürlich besser, man färbt eigentlich nicht an. So, wenn man ein Hellfeldmikroskop hat, macht man es meistens, weil man will ja mal was sehen. In einer Dunkelfeldmikroskopie färbt man eher selten an. Die häufigsten dieser, ne, also das sind ja immer so Untertypen, ne? Also wir sind jetzt bei den weißen Blutkörperchen. Dann haben wir halt diese Granulozyten, als nochmal als nächsten Begriff. Und da gibt es jetzt wieder verschiedene Untergruppen. Das meinte ich ja eben schon mit diesem Anfärbeverhalten. Und die aller häufigsten, die wir dann finden, das sind die segmentkernigen neutrophilen Granulozyten. Das sind so bei 40-70% anzusiedeln. Da guckt man eben sich alle weißen Blutkörperchen an und dann würde man in dieser Gruppe, die am häufigsten zu finden sind, das sind dann diese 70%. Also 70% der weißen Blutkörperchen sind dann die Neutrophilen. Ich würde sagen, es sind meist eher 70%. Aber da gibt es natürlich auch eine große Bandbreite. Dann frage ich euch jetzt mal ab, wo sind denn die meisten Granulozyten zu finden? Im Blut oder im Gewebe grundsätzlich? Bei jedem, auch bei Tieren. Also Tier und Mensch, wo sind die meisten Granulozyten zu finden? Wir gehen jetzt natürlich von einem gesunden Zustand aus. Ja? Also natürlich ein ganz normaler Organismus, der herumläuft. Sind die jetzt im Blut oder sind die im Gewebe? Ich mache es ein bisschen spannend gerade. Ne? Also die meisten Granulozyten sind tatsächlich im Gewebe. Und daher kommt es auch zu einer starken Schwankung eigentlich, weil wir haben ja so ein Backup praktisch da. Und die können dann aber immer wieder sich im Blutkreislauf befinden, ausschwärmen ins Gewebe und auch wieder zurück. Ne? Und dadurch sind diese Zahlen nicht absolut. Und auch nicht in Stein gemeißelt. Diese neutrophilen Granulozyten, die futtern Bakterien weg. So ganz einfache. Und das ist so das Typische auch bei einer Halsinfektion, wenn ihr so eine normale bakterielle Halsinfektion habt. Da würden dann eben die neutrophilen Granulozyten drauf zu laufen und die wegfuttern. Also, na, so ist der Standard. Ja. Bei der Blutmikroskopie ist es so, dass wir einige Erreger haben, das sind jetzt eben nicht so diese Standard-Halsinfektionserreger, sage ich mal. Da gibt es eben immer, also es gibt Bakterien, die in einem engen biologischen Zusammenhang zu sehen sind mit Stechinsekten und mit Spinnentieren, zum Beispiel eben mit Zecken. Also meistens reden wir ja hier auf meinem Kanal über Erkrankungen, die durch Zecken übertragen werden. Und es muss ja logischerweise rein in die Zecke und raus aus der Zecke, denn sonst wäre ja unsere Zecke kein Transporttier. Vektor. Och. Wenn man schlau ist, sagt man Vektor. Wir hier sagen Transporttier. Lastentier. Nein, okay, und deshalb müssen sich ja die Erreger immer im Blut aufhalten. Jetzt halten die sich nicht einfach irgendwo zwischen den Zellen auf, weil die wollen ja eben, die müssen eben, also so eine Zelle bietet eben Schutz und eine Zelle bietet Nahrung und eine Zelle hat eine ganz eigene Mini-Ökologie. Also so eine Immunzelle ist praktisch wie so ein kleiner Mini-Planet. Und da wohnt dann eben das eine Bakterium das andere, ne, auf seinem Mini-Planeten. Und die können dann eben auch mal vom Planeten runter mit so einem kleinen Shuttle-Schiff und bevölkern wieder einen anderen Planeten. Das können die.
Aber sie sind sehr ortsständig, erstmal auf so einem Planeten. Und mit Planeten meine ich eben Zellen. Generell die ganzen Blutzellen beherbergen, potenziell zumindest, möglicherweise können die Erreger beherbergen. Man muss natürlich sich einen eingefangen haben. Wenn man nichts eingefangen hat, dann beherbergen die Zellen auch nichts. Aber wenn man was sich eingefangen hat, dann sucht sich eben jeder Erreger seine eigene ökologische Nische, seinen eigenen kleinen Mini-Planeten. Und bei den neutrophilen Granulozyten ist es so, dass da ganz gerne, und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es auch noch andere, aber zum Beispiel die Anaplasmen und die Ehrlichien, die sitzen dann gerne in den neutrophilen Granulozyten. Auch noch eine recht wichtige Zelle. Wir machen hier heute aber nur so die wichtigsten Zellen, ne? Nicht noch so die Randteile. Eine wichtige Zelle ist eben, die gehört wiederum auch zu den Granulozyten, ist aber prozentual nicht so hoch, ja? Das sind die eosinophilen Granulozyten. Und diese eosinophilen Granulozyten, die töten Würmer ab. Nematoden zum Beispiel, ja? Nematoden, ne? Fadenwürmer. Fadenwurm, warum heißt das Fadenwurm? Sieht ein bisschen aus wie ein Faden, das ist schon mal das Erste. Es ist größer als Borrelien, das ist auch so eine typische Frage in meinem E-Mail-Fach immer. Also Borrelien sind kleiner und Nematoden sind größer. Und Nematoden sind vielzellige Organismen und eine Borrelie ist ein einzelliger Organismus, muss also auch schon kleiner sein. Außerdem wohnen ja auch Borrelien in Nematoden, muss das ja so sein, dass eben die Borrelie kleiner ist als der Fadenwurm, das kann ja gar nicht da drin wohnen. Seht ihr? Schon wieder ein kleiner Mini-Planet mehr. Ja, Borrelien gibt ja viele Arten von Zellen, wo die wohnen können. Okay. Na, achso, und die können auch über Nematoden übertragen werden. Und diese Eosinophilen, da achtet man eben auch drauf, ob die in einem geringen Umfang da sind oder in einem höheren Umfang. Und man guckt auch, was tun sie, ne? Also auch bewegen die sich aktiv. Das habe ich eben gar nicht gesagt. Die neutrophilen Granulozyten, die laufen ja auch durch die Gegend. Also man sagt ein amöboides Bewegungsmuster. Also die sind so kleine Schleicher, die sind so wie so kleine Schleichmichel, die da herumschleichen. Das können aber die Eosinophilen eben auch. Ja, und da achtet man eben auch drauf, was die so tun. Die normale Sachen tun oder ob die ja stur, starr und steif nichts tun. Solche Sachen, ja, guckt man eben an. Okay. Ja. Ein anderer wichtiger Zelltyp, das sind die Lymphozyten. Die anderen beiden Granulozyten, die ich gerade vorgestellt habe, die neutrophilen und die eosinophilen Granulozyten. Das sind welche, die haben wir von Anfang an und die wissen auch ganz gut von Anfang an, was zu tun ist. Die lernen zwar auch durch Training, also auch durch dieses, also die merken sich eben auch Dinge durch ihren Verdauungsvorgang. Also wenn die Bakterien einverleiben, dann lernen die auch und die können auch ihre Enzyme darauf einstellen. Genau das können auch die Lymphozyten. Aber die Lymphozyten, das nennt man eben erworbenes Immunsystem, denn die haben eben auch so eine Gedächtnisfunktion. Die können sich eben über einen längeren Zeitraum Erreger merken. Ja? Und das sind ja dann auch die bei einer, also es gibt ja, ich wollte es eigentlich gar nicht so kompliziert machen, aber jetzt mache ich es auch ein bisschen komplizierter. Also es gibt ja T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. Und die B-Lymphozyten, die können eben zu einer Plasmazelle reifen und die Plasmazelle stellt die Antikörper her. Genau. Also es ist eine extrem wichtige Zelle, diese kleinen süßen Lymphozyten. Und in Bezug auch auf Viren, ja, da können die sich dann auch sehr, sehr, sehr verändern in der Optik. Sollte man also doch darauf achten. Hier nochmal ein Lymphozyt. Ja, so sieht er dann aus zwischen den roten Blutkörperchen.
Ja, also ihr habt ja nochmal so ein Live-Foto. Ja, rote Blutkörperchen drumherum, ne? Sagte ich ja schon, da guckt man ein bisschen auf die Form und so. Die alle so aussehen wie so eine, wie so ein Teller, wie so eine Frisbee-Scheibe, in Anführungszeichen, ne? Oder schlau ausgedrückt, wie eine bikonkave Scheibe. Genau, das ist also die bikonkave Scheibe, ist eben die optimale Form von einem roten Blutkörperchen. Und ein Lymphozyt sollte möglichst kugelförmig sein und ja, und so nicht ausgelaugt und zerfetzt und so, ne? Ich erzählte ja, dass alle Keime, die in Kontakt oder in Verbindung stehen mit Stechinsekten und Zecken, dass die eben ihre eigenen Nischen haben. Das soll jetzt hier nochmal so das Symbolbild dafür sein. Okay, ne? Also überall können eben so Sachen sitzen. Ja, hier mal so ein paar Erreger aufgelistet. Die Anaplasmen und die Ehrlichien, die Babesien, die Teilerien, die Bartonellen, die Borrelien. Zum einen generell Leimborrelien, aber auch Rückfallfieberborrelien, Chlamydien, Malariaplasmodien, hemotrophe Mykoplasma, möglicherweise auch andere Mykoplasmen, Yersinia und so weiter. Ja, das sind so die aufgezählt werden, eben vor allem durch Zecken. Hier haben wir jetzt nochmal eine Zecke, weil ich das nochmal verdeutlichen möchte. Eine Zecke überträgt Erreger. Das heißt, die Zecke nimmt erstmal Erreger in sich auf, egal jetzt in welchem Stadium, aber grundsätzlich muss sie ja Erreger aufnehmen bei der Blutmahlzeit. Und jetzt passiert etwas. Ihr seht jetzt hier so eine vollgesogene Zecke. Und jetzt kommt der Verdauungstrakt ins Spiel. Was macht so ein Verdauungstrakt? Das wisst ihr, das ist genau wie beim Menschen. Da kommen eben Verdauungssäfte, Enzyme und solche Sachen. Das heißt, das aufgenommene Blut wird verdaut. Jetzt wäre es ja ziemlich blöd, wenn die Zecke irgendwann ihr Häufchen macht und die ganzen Erreger, die sie eben aufgenommen hat, hinten wieder rauskommen, eins zu eins, ja? Also vorne rein und hinten raus. Das kann ja nicht sein. Das ist ja unlogisch. Wenn die Zecke Erreger übertragen kann, müssen ja die Erreger aus dem Blut jetzt in die Zecke hinein. Also, was passiert? Sie steigen aus. Ich zeige euch nochmal dieses Bild hier. Also all diese Erreger, die da jetzt irgendwie auf diesen kleinen, in Anführungszeichen, Planeten, ihren kleinen Mini-Planeten sich niedlich eingekuschelt haben, die müssen da jetzt weg und runter, denn sonst verdaut die Zecke sie oder aber sie kommen als Zeckenhäufchen hinten wieder raus. Das geht ja nicht. Das macht jetzt so ein schlauer Erreger. Er bekommt den Reiz, aus den Zellen auszutreten und in die Darmzellen hinein. Und da kommt es wieder darauf an, über welchen Erreger wir natürlich sprechen. Aber grundsätzlich müssen die jetzt aktiv werden. Und das ist das Schöne, wenn wir Blutmikroskopieren. Unter dem Deckglas passieren ähnliche Reize oder wir müssen es noch extra reizen. Das geht auch. Man kann natürlich noch extra Enzyme oder so dazu geben. Aber wir können ja jetzt das nachspielen. Wir stressen jetzt das Blut, beziehungsweise wir stressen die Blutbakterien, die sich im Blut befinden, Protozoen, ne, und so weiter. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber diese ganzen Sachen stressen wir so sehr, dass sie rauskommen aus den Zellen und rein in die Zecke, ja, in die Gewebestrukturen der Zecke. Später, wenn das alles jetzt hier abgeschlossen ist, dann werden die zum Beispiel Borrelien Richtung, also über die Hämolymphe heißt das, über dieses Blutgefäß, in Anführungszeichen Blutgefäßsystem in die Speicheldrüse eindringen und dann später könnte es übertragen werden. Diese Zecke, die ihr jetzt seht,
Das ist ein Zeckenweibchen. Die ist jetzt am Ende im Grunde genommen. Die wird jetzt Eier legen. Also, die Erreger, die jetzt überleben wollen, müssen in die Eier. Das können nicht alle, aber manche können das. Andere Zeckenstadien, wir haben ja auch noch die Larve und wir haben die Nymphe. Wenn die also Blut trinken, stellen wir uns mal eine Larve vor, die trinkt jetzt das Blut. Die wandelt sich, die macht eine Transformation nach der Blutmahlzeit mit den ganzen aufgenommenen Keimen gemeinsam. Die hat manchmal sogar Vorteile durch die Erreger in ihr. Die kann zum Beispiel vielleicht besser, ja nicht, was heißt vielleicht, also manche Erreger können das, können ihr so eine Special-Effekt, wie nennt man das mal, so eine Superkraft verleihen. Manche Borrelien können Zecken eine Superkraft verleihen und das ist dann zum Beispiel das bessere Überleben bei Trockenheit. Okay, also sie hat was davon, ja? Das ist so, ne? So Biologie ist immer sehr interessant. Also das ist eine Art von Symbiose auch, ne? Ja. Also das ist halt so beschrieben. Und jetzt transformiert die Zecke, wir sind jetzt bei der Larve, also die Larve wird sich jetzt dann umwandeln in eine Nymphe. Hat nochmal ein Beinpaar mehr und so. Und läuft jetzt zum nächsten Tier oder auf den Menschen. Das heißt, all diese Keime, die sie vorher aufgenommen hat, wird sie jetzt übertragen. Mittlerweile hat die gar kein dickes Bäuchlein mehr und so. Die ist einfach nur einen Entwicklungsschritt weitergekommen. Aber all diese ganzen Keime, die sind jetzt in ihr. Die gehen jetzt in die Speicheldrüse. Und die ganzen Keime wird sie beim Menschen oder beim Tier, bei ihrem nächsten Opfer, wieder abgeben. Und dann sind die wieder im Blut. Und die nächste Zecke, die dann da auch wieder saugt, kann ja wieder aufnehmen. Jetzt stellen wir uns zum Beispiel mal wieder eine Larve vor. Die Larve nimmt es jetzt, die Nymphe nimmt es auf. Es ist völlig egal eigentlich. Also irgendwer nimmt es, irgendwer wird es aufnehmen, meinetwegen auch eine Mücke. Und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Ja, wieder gesogen, das Blut wird anverdaut. Die Blutkeime müssen schnellstens in die Zeckengewebe, damit sie nicht hinten rauskommen. Und es geht immer so weiter. Das wollte ich nochmal verdeutlichen, weil das so oft nicht verstanden wird. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Borrelien. Ja, also diese ganzen Borrelien kann man nicht, man kann nicht die eine mit der anderen unbedingt gleichsetzen. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt Borrelien, die leben in roten Blutkörperchen. Es gibt Borrelien, die leben in Immunzellen, zum Beispiel in den Neutrophilen und in den Lymphozyten. Und ab und zu, wenn das Immunsystem nicht so ganz aggressiv ist, dann kann es auch sein, dass man die Dinger zwischen den Zellen sieht oder aber in der Fieberphase, das ist auch beschrieben, ne? Dass sie in der Fieberphase zwischen den Zellen herumwackeln. Ein weiteres wichtiges Tierchen, das ist eine Mikrophilarie. Eine Mikrophilarie ist ein kleiner Babywurm, also noch nicht ausgewachsen, ja. Und das kann man auch nachgoogeln. Ich weiß, dass das viele immer nicht glauben können, dass es Würmer im Blut gibt. Die Würmer, die wir im Blut haben, fast alle sind durch Mücken übertragen und die wollen auch zurück in die Mücke. Auch da wieder der Zusammenhang. Diese sind aber auch wieder Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die meisten dieser, ne, wir haben ja leider immer so eine große Spannweite an Tierchens, also verschiedene Wurmspezies haben wir ja, aber die meisten sind dann eher in den Abendstunden zu finden. Ja, wer es nicht glaubt, der gibt einfach mal Microfilaria ein und Blood oder Blut. Am besten bei YouTube und dann guckt man sich mal ein paar Mikrofilarien im Blut an. Ja, und die sind sehr, sehr schmal und sind eigentlich nie breiter als 20
Mikrometer. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Tschüss, eure Mini-Mikro.